Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Sockencasts, ein Yu-Gi-Oh! Podcast von und mit Yugi Socke. Und heute habe ich einen Gast wieder bei mir. Und zwar ist es der Striker Cosplay. Und er hat auch noch einen anderen Namen und den werden wir auch verwenden. Aber hauptsächlich ist er bekannt als Striker Cosplay. Okay, du darfst jetzt Hallo sagen. Hallo. Okay, also, das ist André und sein... Ach, er stellt sich mal selber vor. Also, André, du streamst und machst Cosplay und seit neuem auch Yu-Gi-Oh! Aber wer bist du jetzt denn so genau? Ja, wie der Kollege schon gerade gesagt hat, mein Name ist André und mein Künstlername, in Anführungszeichen, ist Striker Cosplay. Kann ich kurz erklären. Striker kommt daher, da ich vor Jahren das Spiel Resident Evil 4 unglaublich lange und krass gesuchtet habe und die stärkste Schrotflinte darin hieß oder heißt Striker und ich fand den Namen vor Jahren so cool, dass ich mich seitdem in allen möglichen Chats und Spielen und so genannt habe. Und da ich auch Cosplayer bin und auch mit Manga und Anime zu tun habe, habe ich mich damals in dem Forum Animex auch mit dem Namen Striker angemeldet und da auch Cosplay das dann alles miteinander verbunden hat, habe ich dann Striker Cosplay gewählt. Ja, und das mache ich jetzt seit über 12, 13 Jahren ungefähr und jetzt hat sich der Name so rumgesprochen in Social Media und ja, ich mache Cosplay, ich zocke, ich streame und habe vor Jahren auch schon Yu-Gi-Oh! Gespielt und mache es auch jetzt immer teilweise. Ja, sehr gut. Okay, ich werde dich jetzt die ganze Zeit André nennen, wenn es okay ist. Natürlich. Einfach, weil sonst ist es immer so verwirrend. Genau. André, was war denn dein erster Kontakt mit Yu-Gi-Oh? Wie bist du dazu gekommen, Yu-Gi-Oh zu spielen, zu schauen? Ich weiß ja nicht, was du eher gemacht hast. Was war also dein erster Kontakt? Wie bist du in Kontakt gekommen mit Yu-Gi-Oh? Ja, das ist, ich denke mal, wie bei vielen Kindern der 90er mit RTL 2 gekommen. Da gab es ja damals noch dieses wunderschöne Nachmittags-Anime-Programm und da ich schon vorher immer Pokémon, Dragon Ball, Sailor Moon und so alles geguckt hatte, was da lief, kam ja früher oder später dann auch Yu-Gi-Oh! Ins deutsche Fernsehen und ich war einer der meistgehypten Kinder, glaube ich, damals in der Schule und habe mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben und ja, im Fernsehen war halt mein erster Kontakt und ja, man wollte das natürlich dann auch spielen und alles nachmachen, was halt im Anime im Fernsehen passiert ist und dann habe ich mir Karten gekauft und mit Freunden dann losgelegt. Okay, du hast also die Serie geguckt und so weiter. Was war denn deine Lieblings-TV-Staffel oder welche Arc war so dein Ding, dein oder ist dein All-Time-Favorite? Also aktuell rewatche ich auch gerade wieder von der ersten Staffel bis zu Battle City und auch die Kalkor-Staffel alles. Also im Prinzip alles, was mit den, ich sag mal, Originalcharakteren mit Yugi und Kaiba alles stattgefunden hat, da bin ich absoluter Fan von. Ich habe zwar auch GX geguckt und 5Ds und bei alles, was danach kam, mal reingeguckt, aber da habe ich gar nichts mehr vollständig verfolgt. Also für eine Lieblings-Arc kann ich mich, glaube ich, gar nicht entscheiden, aber ich liebe halt die Originalcharaktere. Und ich sag mal so, Battle City war halt schon sehr cool. Oh ja. Und auf dem zweiten Platz wäre dann, glaube ich, auch direkt schon auch die Kalkor-Staffel und danach wäre die Staffel, wo die dann damals wirklich dann alte Ägypten wieder zurückgekommen sind. Ah ja, okay. Ja, ich hab nur das Originale gesehen und GX, aber danach habe ich gar nichts mehr gesehen. Ich fand's auch irgendwie komisch, die fahren mit Motorrädern und duellieren sich dabei. Das ja, das war irgendwie schon sehr abgespaced, also ja, das war mir too much. Ja, genau so in der Art. Oh Mann. Aber hier, du bist ja so ein Oldschool-Boy. Dann jetzt die wichtigste Frage, oder eine der wichtigsten Fragen. Blue Eyes, Dark Magician oder Red Eyes? Was ist dein Favorite? Da muss ich so ein bisschen weiter ausholen. Ich sag, mögen tut man wahrscheinlich alle, weil von allen Fans sind das so die Favoriten, kann man sagen. Es ist so schwer, mich zu entscheiden, genauso wie bei den Götterkarten. Sind auch alle cool. Aber wobei ich sagen muss, da fällt es mir, glaube ich, leichter. Da mag ich Obelisk mehr, aber ich schweife ein bisschen ab. Jeder hat so seinen eigenen Charme. Aber ausschließen kann ich den Red Eyes, auch wenn er cool ist. Aber Blue Eyes oder Dark Magician ist so ein bisschen so ein Vergleich wie Pizza und Burger. Es ist beides geil, aber seine Art geil. ich tendiere aber wahrscheinlich eher Mainstream-mäßig ein bisschen mehr zu Dark Magician. Ah, okay. Ah, du bist mein Boy. aber wieso den Red Eyes ausschließen? Ich bin, was Yu-Gi-Oh! Angeht, glaube ich, echt so ein Main-Character-Opfer. Also, ah, okay. Aber Yugi und Kaiba sind die Hauptprotagonisten und dann auch die Monster für mich. So. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Joey ist doch auch ein Hauptcharakter.
Ja, aber trotzdem, irgendwie ist Yugi und Kaiba für mich Nummer 1 und Joey trotzdem Nummer 2, auch wenn er ein sehr, sehr cooler Charakter auch so ist und verpeilt und so, was ich auch bin, aber Ja. ja, man muss sich ja ein bisschen entscheiden. Ja, cool. Ja, ich bin Dark Magician, aber das weiß jeder hier. Ich bin Oh so. ja. Aber ja, ich habe da so ein, ich nenne es Game Life Crisis, aber das ist jetzt echt too much, das muss ich Ja, was mal. man noch dazu sagen muss, ich sag mal, wer den Dark Magician wählt, der ist ja noch näher am Dark Magician Girl dran. Also da wäre die Wahl immer richtig, oder? Da kommt die Waifu-Liebe wieder raus. Aber sowas von. Okay, oh Mann, ey. Okay, du hast also angefangen mit dem Kartenspiel und hast dein Taschengeld dafür ausgegeben. Ich meine, früher war es richtig teuer. Ich meine, heute ist es auch Oh nicht viel ja. billiger, aber und was war denn dein erstes Deck, was du dir so geholt hast? Hast du dir nur Booster geholt oder hast du dir auch wirklich so ein Starter-Deck geholt oder Structure-Deck und dann noch Booster? Wie war das so bei dir? Wie hat das alles angefangen so? Also zu der Zeit, wo es angefangen hat, da gab es auch gar keine Structure Decks. Da gab es dann nur das standardmäßige Yugi-Deck und Kaiba-Deck. Später kamen noch dann Joey und Pegasus dazu, aber es kam ein bisschen später. Ja. Und zu der Geschichte, was mein erstes Deck war, gibt es eine sehr, sehr lustige Geschichte. Oh ja, Die habe ich auch erzähl. kaum noch wem erzählt, weil es einfach so dumm ist. Im Anime hieß es ja, es gibt nur drei weiße Drachen, beziehungsweise vier. Der vierte wurde zerstört, ne? Ja. Und ich war so dumm und dachte, hey, ich bin jetzt voll schlau. Ich kaufe mir einfach dreimal das Kaiba-Deck, dann habe ich ja alle drei schon. Alle Drachen und kein anderer hat die. Voll dumm. Ja, und dann Nicht habe dein ich mir. Ernst. Ja, Mann. Okay. Also ich habe mir dann dreimal das weiße Drachen-Deck gekauft damals. Und ein Blue Eyes Red Dragon Booster. Okay. Und da ich die Regeln damals noch nicht kannte, ich meine, im Anime damals war es, da waren Keiner. auch keine Regeln. Ja, Ey, war Shadow Monster keiner einfach nur kannte die gespielt. Regeln. Ja, keiner kannte die Eben. Regeln. Und in meinem ersten Booster hatte ich die Fusionskarte da drin. In Super Rare. Und jetzt musst du dich festhalten, wie ich das damals gespielt habe. Ich habe mit einem Kollegen, der auch kein Yu-Gi-Oh! Konnte, wir haben uns ein Deck gebaut aus Boosterkarten. Aha. Und ich habe die Fusionskarte gezogen. Ja. Ich habe die Fusionskarte so gespielt, dass ich alle Monster, die ich auf dem Feld auf der Hand habe, einfach übereinander gelegt habe und Attacken und Verteidigung zusammengezählt habe und ihn angegriffen habe und habe gewonnen. Ich dachte einfach, das ist wie bei Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories damals, das ist dieses PS1-Spiel, wo du alle Oh Karten so Gott, das war ja fusionieren konntest. schrecklich. Ja, nur ich hab's noch ein bisschen OP gemacht und dann alles addiert und war dann einfach mit über 10.000 Angriff dann der krasseste Babbo. Und alle wollten dann in der Schule meine Karte haben, weil ich habe denen auch das so erklärt, dass die Karte so funktioniert. Die waren ja auf Englisch, wir konnten in der 5. Klasse noch kein Englisch. Ach du, oh Mann. Ja, ich war schon krass damals. Vor allem, ich kaufe mir die drei Decks und da gibt's keine Blue Eyes mehr. Der Hammer, ich hab sowas noch nie gehört, oh Mann. Ja, ein, zwei Wochen später hat es auch Klick gemacht, wo ich dachte, ey, die haben eine Nachricht von mir bekommen, ey, ich habe mich verarscht gefühlt, Oh wieso gibt es noch mehr Gott. davon? Aber dann habe ich dann gedacht, oh, das war ziemlich dumm. Aber Oh es hat shit. irgendwann Klick gemacht, aber ich war schon cool, Alter, mit Oh den weißen mein Drachen. Gott. Also ist schon cool, Mann. Ich meine, theoretisch, in der Serie war es ja auch so. Ja, und was du guckst jeden Tag, dann denkst du auch nicht, dass ich anlügen. Ja, klar. Und keine Sorge, wir haben alle so angefangen. Also, ich meine, nach Regeln und so, weil damals gab es Ja, jeder keine hat Regeln. gespielt, wie er dachte. Ja, Hey, jeder hat hey, seine hey, der Aufgaben. Steinsoldat hat den Mond zerstört. Stimmt, da war ja auch so. Von den komischen alten Ja. PS4-Spielen kannte man so Regeln. Ja, dieses Element ist gegen das effektiv. Ich habe jetzt automatisch mehr Angriff oder ich zerstöre dich Ja, automatisch. voll der Quatsch. Jeder hat sich was ausgedacht. Hier gibt's meinen Feldpower-Bonus und so. Ja, genau. Das haben wir auch gemacht. Wir haben draußen gespielt, auf Wiese. Und wenn ich dann so Nein! eine Karte hatte mit Insekten oder Wald, dann haben wir uns automatisch so im Kopf gerechnet. Ja, ich habe jetzt 300 Angriff mehr. Das ist. Oder was wir auch gemacht haben, in der Garage von meinem Onkel gespielt und dann haben wir das Licht gedimmt, dann hatten wir Finsternisbonus. Also Oh richtig dumme nein. Regeln ausgedacht, ja. Wobei ist doch irgendwie, hey, jetzt mal ganz ehrlich, wir Kinder sind schon cool. Ja, Also wir waren wir, damals kreativer als heute, das ist bestimmt schon. ja, ich wollte gerade sagen, also wie, nichts gegen die 2000er und später Kinder, aber ey, ganz ehrlich, wir 90er Kids, wir haben uns noch so viel ausgedacht. Ja, heute wird einem das Denken einfach abgenommen, deswegen kommen wir nicht mehr auf Ja, sowas. es ist so traurig. So dumm die Regeln für die ganzen Alter. Pro-Spiele heute wären, damals hatte man einfach Spaß. Man war Kind und hat sich was ausgedacht, auch wenn es völliger Schwachsinn war. Aber irgendwie war es cool. Vor allem, wir Wenn ich jetzt spielen jetzt so. auf Gras. Ja! Hat sich dann einer auf den Gehweg gesetzt, der andere in die Wiese und der eine hatte Steinsbonus und der andere dann Hätte Gras? man machen können, aber dann waren wir den Menschen im Weg. Dann Ah, ist es schon okay. so passiert, dass auch noch Oh andere Leute Mann, laufen ey. konnten. Hammer, ey. Also sowas habe ich noch nie gehört, ey.
Ah, oh, that made my day. That made my day. Oh Mann, ey. Wie soll ich jetzt wieder zurückkommen, ey? Aber hier, bei mir, ich habe es schon erzählt im Podcast, aber dir habe ich es, glaube ich, nicht erzählt. Ich wiederhole mich jetzt. Also, wer es schon gehört hat, kann 10 Sekunden vorspulen oder so. Bei mir war es so, die Serie haben wir alle gesehen. Und irgendwann war ich im Freibad und auf einmal haben da so Kinder, die so, oder halt Leute aus meiner Schule, die ein, zwei Klassen über mir waren, saßen dann da und haben Yu-Gi-Oh! Gespielt. Und wir so, Alter, es gibt die Karten wirklich? Das ist auch so geil. Was, die sind echt? Oh mein Gott. Das sieht aus wie in der Serie. Boah, wow, wie Gott, in der Serie. Wie werde ich Duelland? Wo muss ich mich anmelden? Ja, so in der Art. Aber wir haben auch so gespielt, erst wie in der Serie. So, oh, wir beschwören halt alle Monster und ja. Das war schon cool. Oh Mann, aber wir haben auch. Ah ne, das war Pokémon. Ne, jetzt schweife ich richtig ab. Okay. Nächste Frage. Du hast Yu-Gi-Oh! Gespielt. Hast du auch später dann Turnier gespielt? Also warst du ein aktiver Turnierspieler oder so? Hattest du die Möglichkeit? Weil ich muss so sagen, zu meiner Zeit oder da, wo ich gewohnt habe, gab es weit und breit keinen Laden, wo man Turnier spielen konnte und so. Deswegen habe ich nie damit angefangen. Habe jetzt ein bisschen damit angefangen, aber ich kacke eh immer auf Locals ab, weil ich kein Meta spiele, deswegen verliere ich immer. Aber wie war es so bei dir? Hast du Turnier gespielt? Also wir hatten so einen Kartenladen, da sind wir echt mit ein paar Leuten fast jeden Tag wirklich gewesen. Und die hatten auch jede Woche halt immer so ein kleines Turnier. Und irgendwann waren die halt so bekannt, weil die halt auch von allen möglichen Quellen, wo man damals dann diese Displays bestellt hat, unendlich viele Displays bestellt haben, weil die waren immer aktuell, weil das war so beliebt in meiner Stadt hier. Die kamen teilweise aus Nachbarstädten hin, um da zu spielen. Der Laden war echt bekannt. Wow. Leider ist er jetzt mittlerweile zu und der Besitzer ist verstorben und so, aber die Erinnerungen bleiben. Aber jetzt schweife ich ab. Auf jeden Fall haben wir durch diesen Laden damals halt ein Turnier veranstaltet, was auch offiziell damals von Upper Deck, glaube ich, veranstaltet wurde. Upper Deck und Konami haben dann so ein Turnier gemacht und in unserer Stadt konnte man sich dann qualifizieren. Bei uns war es eine Stadtmeisterschaft, das gab es in allen möglichen Städten halt in Deutschland halt, die so ausgewählt war, haben wir halt so eine Stadtmeisterschaft gemacht und die ersten drei, die sich da qualifiziert haben, waren dann bei der Regionalmeisterschaft dann qualifiziert und ich habe es tatsächlich dann 2002 geschafft, Zweiter zu werden bei unserer Stadtmeisterschaft, habe auch noch eine Urkunde hier rumfliegen, eingerahmt, richtig Alter. Schön und die Regionalmeisterschaft war dann in Dortmund. Und du musst dir vorstellen, bei der Stadtmeisterschaft hier, bei meinem Kaff, waren wir vielleicht 20, 30 Leute. Und dann in Dortmund, das war eine riesige Halle. Ja, 200, 300, oder? Du warst von nicht nur so viel, ich glaube, es war noch mehr, aber auf jeden Fall dreistellig. Und es war einfach eine riesige Halle, einmal nur eine Eingangshalle und dann eine Halle, wo du halt gespielt hast, wirklich. Ne? Überall Tische, riesige Banner von den Karten von Schwarzer Magier, Weiße Drache. Die Götterkarten, dann hast du ein riesiges Banner von den aktuellen Boostern, von den Displays, dieses Cover davon. Dann hattest du überall Aufsteller von Yu-Gi-Oh! Und von Kaiba. Wow. Dann hattest du Verkaufsstände wie auf so Convention. Das war eine richtig eigene Welt. Richtig cool. Also, zu der Zeitpunkt war ich ja noch kein aktiver Cosplayer mit den ganzen Conventions. Das kannte ich gar nicht. Deswegen war das eine andere Liga einfach, was sie aufgebaut hatten. Ich war echt in der Yu-Gi-Oh!-Welt da. Aber ich wurde da richtig fertig gemacht. Da waren die richtigen krassen Pro-Spieler. Und dann waren von, ich glaube, 700, 800 Leute waren da, die teilgenommen haben und ich war dann auf Platz 500 oder sowas. Also ich war sehr schnell raus. Ja, aber trotzdem, es war ein mega Erlebnis dabei gewesen zu sein. Das mal zu erleben. Wow. Ja, überleg mal, wie alt warst du da? 2002, 10, 12? Vielleicht 14? Ja, oh Gott, da müsste ich rechnen. Aber 2002? Ja, bestimmt 12. 12, 13 14, so ungefähr, ja. Ja, und dann kommen die 40-Jährigen, die dich halt voll abziehen. Ich muss sagen, da waren schon ein paar Ältere dabei, aber der Großteil, also heute würde ich schätzen, dass sie so um die 20 rum waren. Ja, cool. Hast du auch andere Trading Card Games gespielt, also abgesehen von Yu-Gi-Oh! Und wenn ja, welche und warum? Oh ja, also damals war ich im Hype, also egal welcher Anime irgendwie lief, ich brauchte davon das, was verkaufen kann. Und damals waren es halt sehr viele Kartenspiele. Ich meine, Beyblade hat auch jeder von uns gespielt, glaube ich, aber das ist jetzt kein Kartenspiel. Pokémon habe ich immer wieder mal gekauft, aber irgendwie hat man es damals mehr gesammelt als gespielt. So war es bei mir zumindest. Duel Masters ging ich richtig voll drauf ab. Magic habe ich immer nie angefasst, weil irgendwie gefallen mir die Karten bis heute nicht. Aber Duel Masters ist da sowas ähnliches und das hat irgendwie durch den Anime und durch die Optik der Karten irgendwie ansprechender gemacht. Und unser Kartenladen, wie gesagt, der auch Yu-Gi-Oh! Turniere gemacht hat, hat auch dann damals Duel Master Turniere gemacht und da war ich auch mit dabei. Was später noch dazu kam, boah, ich weiß. One Piece, da gab es ein Kartenspiel von, das haben wir auch aktiv gespielt. Mehr fallen mir gerade nicht so ein. Da gab es auf jeden Fall noch ein paar, aber
das waren so die aktivsten, wo ich gespielt habe. Ja. Also ich weiß noch, als ich dich besucht habe, du hattest auch noch Final Fantasy. Aber und das war ganz kurz irgendwie nur, was ich gespielt habe. Das war schon verdrängt. Ja, soviel ich weiß, war Duel Masters eigentlich dafür da, um dich zu Magic the Gathering zu bringen. Damals. Ja. So war das angedacht in Japan, weil in Japan war Magic nicht so bekannt und dann wollten die über Duel Masters zu Magic die Kinder bringen. Ja. Hat aber bei einigen geklappt, aber mir nicht. Ja, ich glaube, in Japan gibt es immer noch Duel Master. Das ist so cool, ey. Ja, ich habe immer gedacht, das ist so ein billiger Yu-Gi-Oh!-Abklatsch, da bleibe ich lieber beim echten. Ich meine, wieso sollte ich in einer Welt, in der es Yu-Gi-Oh! Spielt, etwas spielen, das wie Yu-Gi-Oh! Ist? Also, das ist schon ziemlich anders, muss ich sagen. Also, ja. Die Art, wie man spielt, halt von den Regeln her auch mit diesen ganzen Mana-Kosten. Ich kenne ja die Grundregeln so ein bisschen von Magic und dadurch, dass ich dann Duel Master gespielt habe, bin ich auch dann damit ein bisschen vertraut gewesen. Es macht schon anders Spaß, kann man schon sagen. Okay. Also ich könnte ja heute nicht mehr komplett alles erklären, glaube ich, aber für die Zeit damals war es echt eine Abwechslung. Also die Leute, die dann in den Laden gegangen sind zum Yu-Gi-Oh! Spielen, hatten meistens auch ein Duel Master Deck und dann hat man wirklich so ab und zu, abwechselnd das gespielt. Ja, cool. Du hast ja schon einige Decks gehabt und auch damals mit gewissen Decks gespielt, aber was ist eigentlich dein Lieblingsdeck-Thema? Also bei mir ist ja Dark Magician. Was ist es so bei dir? Sehr gute und sehr schwere Frage. Ist ähnlich wie mit meinen Favoritencharakteren von Yu-Gi-Oh! Ist okay, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja, ist ähnlich beim Deckaufbau. Also ich habe Yugi-Deck und ich habe ein Kaiba-Deck, die jetzt nach den Jahren immer wieder ein bisschen, ich nenne es mal, modernisiert wurden. Damals war es halt diese Structure-Decks oder Themen-Decks, die so ein bisschen umgewandelt wurden mit Booster-Karten. Und heute gibt es ja so viele verschiedene Yugi und Kaiba-Decks und Boxen und hast nicht gesehen. Und Dark Magician-Support da und du hast bei Dragon da. Und es gibt ja so viele Karten, die auf diese Decks aufbauen. Es macht die ja im Prinzip nicht mehr zu Yugi und Kaiba-Deck, sondern zum Magier-Deck und zum Drachen-Deck, kann man so sagen. Ne? Aber ich habe nicht alle von den Karten jetzt, sag ich mal, reingepackt, die jetzt das supporten, sondern ich, auch wenn die Decks vielleicht nicht so effektiv sind, halte ich mich trotzdem an dem Spielspaß und versuche die dann so zu bauen, wie Yugi oder wie Kaiba das irgendwie so spielen würden. Also das sind so meine liebsten Themen-Decks. Selber als Hauptdeck habe ich so ein Power-Deck, hat man es damals genannt. Das war so ein Meta-Deck, einfach so hau drauf, opfern. Jinzu, Monarchen und hast nicht gesehen, jeder hat gefühlt die gleichen Zauberkarten und Fallenkarten so, Hauptsache zerstören. Ja, heutzutage auch. Aber ich baue schon lieber so Decks, wo ich mitspielen kann, wo ich ein Thema habe, was ich kombinieren kann. Es muss nicht unbedingt so OP sein, ich besiege dich in zwei Zügen, aber ich spiele gerne so mit dem Gegner und baue mir irgendwann was auf und sowas wie Herr der Drachen, Drachenhofflöte, Ultradrache, keine Ahnung. So ein Zug, wo ich mehrere Kombos mitmachen kann, nicht wo ich jetzt sage, ich ziehe jetzt mal ein halbes Deck und opfer das und entferne das und habe jetzt eine Link XY Fusion Kacke da und alles ist tot. Das zur Neuzeit, aber ja, das ist meine Antwort gewesen, die jetzt ein bisschen lang gewesen ist. Ach du, alles gut. Also mit dem ewig langen Kombos und so Möglichkeiten, glaub mir, heutzutage ist es noch viel einfacher, so ewig dran zu hocken. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal hier Locals gespielt habe, bei mir in der Stadt jetzt. Und ich saß halt dran, 10 Minuten gefühlt und sag, und der Typ baut halt sein Board auf und ich denke mir so, ja, mach mal. Ja, genau. Seit wann kann der alles so viel, also seit wann kann man so viel beschwören und weiß was ich? Und da war ich auch ein bisschen verblüfft, was so alles möglich war. Also da, mit meinen Nubi-Decks bin ich nicht weit gekommen. Nee, definitiv. Aber, da habe ich auch eine Geschichte, wenn ich mal eben einwerfen darf. Das war vor 2 Jahren, das war hier bei der Nebenstadt hier, Gelsenkirchen, sagt den einen oder anderen vielleicht was wegen Schalke. Da ist auch so ein Kartenladen, da es ja meinen nicht mehr gibt, muss ich abschweifen. Und ein Kollege, der auch ab und zu zockt, hat gesagt, da ist ein Yugi-Turnier, willst du mal hingehen? Ja, habe ich gemacht. Und das war damals so ein, ich glaube, Booster-Draft heißt das, wo du dann irgendwie 5 Booster kaufst und dann hast du daraus ein Deck gebaut. Ja. Das war die erste Runde. Da habe ich geht so abgeschnitten, weil ich die Karten alle gar nicht kannte, wirklich so. Ich habe auswendig gespielt und habe, ja, reden wir drüber. Auf jeden Fall, als dieses Turnier vorbei war, hat halt jeder mit seinen aktuellen Decks gespielt. Und ich habe halt dann gesagt, Power-Deck genommen, wo ich dann damals dann mit beim Turnier gewonnen hatte. Und ich habe gegen einen, der war vielleicht 10, 12 Jahre alt, gespielt und der hat einfach eine Viertelstunde seinen Zug gemacht und hat mich dann tot gemacht. Und ich dachte, was ist passiert?
Ich kannte die ganzen Karten nicht, ich kannte die Regeln nicht, die ganzen neuen Beschwörungsarten, also alles, was ich von damals kannte, wo man dann gut war, das war für den Arsch. Also du konntest damit nichts mehr ausrichten. Ja, heutzutage ändert sich alles. Ja. Heute ändert sich alles so schnell, da kann das eine Booster-Set rauskommen und schon ist die komplette Meta geändert. Ja. Oder halt die Banlist, das geht, sobald eine Banlist raus ist, ist wieder alles geändert. Ja, aber das war auch der Grund. Ich hatte so viele verbotene Karten, wo der sagte, ey, die darf man gar nicht spielen. Ich so, ey, sorry, ich spiele seit 5 Jahren nicht mehr. Das wusste ich nicht. Aber der hat mich trotzdem weggemacht. Also von daher. Ja. Ja, also die Banlist im Moment kannst du eh nicht so richtig ernst nehmen. Dadurch, da keine Präsenzveranstaltungen durchführbar sind, ist die Meta sowieso im Moment fragwürdig, weil einfach die Banlist nicht wirklich durchgeführt werden kann, meiner Meinung nach, weil man ja nicht weiß, was ist jetzt wirklich so aktuell in der Meta. Man spekuliert oder durch dieses Remote-Duell sieht man schon die ein oder anderen Decks, aber dadurch, dass einige Karten jetzt zurück sind und so weiter und so fort, sind so viele starke Decks möglich und da ist es halt, ja. Die Leute können halt auf Turnieren halt nicht gucken, was ist so gerade im Umlauf, was wird mit echten Karten gebaut und was wird am meisten gespielt. Genau. Dadurch kann man die Bandlist nicht anpassen, ja, das stimmt schon. Und vor allem, das ist halt Konami. Konami verpennt es einfach, ein aktuelles Game zu haben, wo die Karten auch, die aktuellen Karten dann digital zur Verfügung stehen. Ja. Wenn ich überlege, Legacy of the Duelist hängt auch hinterher. Ich habe ja heute erst gestreamt und ich spiele ja gern Bruderschaft der Feuerfaust und da gibt es zwar Bruderschaft der Feuerfaust Adler, der vorletztes Jahr rausgekommen ist, aber die anderen Supportkarten, die gibt es zum Beispiel nicht, was überhaupt keinen Sinn macht. Deswegen kann ich mein Deck zum Beispiel nicht spielen. Außerdem ist da noch die alte alte Master Rule drin und so weiter. Also da stimmt, oder alte Banlist, da stimmt vieles nicht und das wird viel zu wenig aktualisiert. Die sollten es so machen wie Magic the Gathering oder Pokémon, wo alles aktuell ist, wo du auch deine echten Karten zum Beispiel, so wie in Edo Pro oder gibt es ja genug Fanprogramme, wo alles aktualisiert ist und du die ganze Kartendatenbank zur Verfügung hast und nicht einfach erst alles freischalten musst und freispielen musst, sondern wo einfach alles sofort da ist und du dir dein Deck bauen kannst und loslegen kannst. Also ja. Da muss Konami noch nachziehen. Aber ich habe gehört, die sind dran an einem neuen Game, da gab es irgendwie einen Teaser und bin mal gespannt. Oh. Vielleicht wird es ja so ähnlich wie bei Pokémon, dass du dann auch, oder bei Magic, dass du dann auch immer so eine Codekarte dabei hast in jedem Booster, wo du dann in diesem Online-Game dann auch Booster zur Verfügung hast dann und freischaltest und so weiter. Das wäre halt schon cool, wenn es ja, irgendwie in die Richtung gehen würde. Und dann kann man auch wieder mehr schauen, wenn Konami da selber was macht, dann können die auch selber nachschauen, hey, was wird denn jetzt gespielt, was ist jetzt ziemlich stark, was ist zu stark und so weiter und so fort. Genau. Ja, bin ich gespannt. Aber du hast vorhin schon ein bisschen angerissen. Ich habe deine Frage mir aufgeschrieben und zwar, weil du ja eher Oldschooler drauf bist und so weiter, was sind denn jetzt deine Gedanken so zu den Formatänderungen, die in Yu-Gi-Oh! Im Laufe der Zeit passiert sind, wie Synchro, Exis, Pendel, Link, was ist so deine Meinung dazu? Also persönlich, wie du es vorhin rausgehört hast, bin ich jetzt kein Fan von diesen neueren Spielweisen, klar verstehe ich es auf einer Seite auch, dass ich halt ein Spiel immer weiterentwickeln muss und die müssen sich halt neue Sachen ausdenken, damit auch die ganzen Leute am Ball bleiben, weil vielleicht wird es für die einen oder anderen dann mal auf Dauer langweilig, wenn immer das Gleiche gespielt wird. Andererseits ist es halt dann doof für Leute, die halt wie ich vielleicht mal längere Zeit nicht gespielt haben oder die eher Fans sind von den alten Regeln oder sowas oder alten Beschwörungsarten, wie man das nennen möchte. Es ist, glaube ich, sehr schwer, aber man sollte da irgendwie so eine Brücke finden, dass man irgendwie beides verbindet und eventuell das auf verschiedene Spielstile aufteilt. So, wir hatten ja letztes Mal auch dieses Speed-Duell. Das ist ja auch eine Art für sich. Ob man das jetzt irgendwie so aufteilen könnte in Oldschool-Decks oder jetzt Exis-Decks oder X-Z-Decks. Also wenn man das spielt, dass auch beide Spieler das gleiche Deck haben. Aber es ist schwer, irgendwie ein Deck zu kombinieren mit alten Karten und neuen Karten. Also entweder geht nur alte oder nur neue. Ja. Es ist ein bisschen schwer. Also ich glaube, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr positive Gründe, wenn ich länger am Ball geblieben wäre und hätte mir das alles nach und nach auch gekauft und hätte mich so reingefuchst da. Mhm.
Kann ich jetzt schlecht beurteilen. Also, Kannst du aber immer noch mal. Ich kann's dir beibringen, mein junger ich weiß, Padawan. hast schon öfter gesagt, aber irgendwie ist im Kopf das so verankert, so ich kenne es von damals so und so und ich möchte mich partout nicht an das Neue gewöhnen. Also, Du, weiß nicht. bei mir war es ganz am Anfang auch so, als ich wieder angefangen habe, nach 5, 6, 7 Jahren Pause, wo es dann auch Pendel gab und ich bin so in der Zeit Anfang Mitte Pendel und Anfang links so. Da bin ich reingekommen und ich habe am Anfang auch immer gesagt, oh, es ist Kacke, so, oh, was, das und das. Aber ganz ehrlich, wenn du dich mal damit auseinandersetzt und dir das reinfuchst, so schwer ist es nicht. Es ist am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen, aber Synchro weißt du ja, wie es funktioniert schon. Und Ja. Exis ist ja auch nicht so schwer und der Rest, der ergibt sich einfach. Und dadurch, dass es ja die Änderung gab, zum Beispiel, dass diese Extra-Monster-Zone eingeführt wurde, wurde ja vieles entschleunigt und rausgenommen. Also, was Pendel war ja so übermächtig. Du konntest ja theoretisch fast dein ganzes 5 Monster gleichzeitig beschwören, Ja. wenn du es machen konntest und so weiter. Also da wurde schon ein bisschen Wind rausgenommen mit dem Link dann und aber das Link war dann so krass, dass du auf jeden Fall einen Link spielen musstest, wenn du irgendwas aus dem Extra-Deck rausnehmen wolltest. Und das haben sie ja dann auch geändert. Und jetzt, so wie es jetzt ist, finde ich es eigentlich richtig gut. Ich brauche jetzt kein neue Beschwörungsformel oder irgendwas. Ich finde, so wie es jetzt ist, in dem Format oder in der Konstellation, wie sie es jetzt haben, brauchen sie es nicht mehr weiterentwickeln. Es ist gut, wie es ist. Wir brauchen einfach nur noch neue Themen oder sowas und das war's schon. Na gut, vielleicht finde ich ja doch mal die Motivation, mich Ich reinzufuchsen. werde es dir beibringen. Und glaub mir, wenn du dich mal mehr miteinander auseinandersetzt, Alter, da ermöglicht dir so viel Deckmöglichkeiten und wie du auch dein Power-Deck verbessern kannst und aufbessern kannst. Glaub mir, Okay. da steht dir eine große Welt offen und viele neue Karten, die du dir dann zulegen willst und musst. Und mein Portemonnaie sagt so, hahaha. Ach du, viele der Core-Karten, die überall oder fast jedem Deck drin sind, die sind schon so oft reprintet worden, dass du die Echt? fast schon hinterhergeschmissen bekommst. Oder Okay. nimm doch die Maximum Gold Box, da wurden zum Beispiel alle Handtraps waren da drin. Die hast du da. Oder hol dir dann die Dual Devastator Box, da sind alle extra Monster-Decks und alle wichtigen Support-Karten mindestens einmal drin. Und da kriegst du halt so einen Block, das kostet halt, ich weiß nicht, 30, 40 Euro jetzt, weil es schon alt ist und nicht mehr so viel gibt. Aber das war eine Box, da hast du dann alle Supportkarten, die im Moment wichtig waren in der Meta und so weiter, die hast du einfach alle gekriegt. Da hast du so viele Link, Synchro, Exis, Zauberfallen, Handtraps, hast du alles einfach einmal abgedeckt gekriegt. Deswegen haben Ja. sich viele die geholt. Also, ich werde es dir noch beibringen. Ich meine, wir werden ja auch bestimmt mal zusammen streamen, auch mit echten Karten und so weiter. Und dann kriegen wir das irgendwann mal hin. Auf jeden Fall. Ich freue mich schon drauf. Okay, mit Blick in die Zukunft, was würdest du dir, weil ich habe ja jetzt gesagt, was ich mir so wünsche vom TCG so in der Zukunft, was würdest du dir denn wünschen für Yu-Gi-Oh? Wie soll es denn weitergehen? Oder was sind so deine Wünsche an Konami? Eine echte Dual Disc. Ich will Hologramme. Ich will es. Okay. Die Technik ist soweit. Es kann zwar kaum Schwein bezahlen, aber ich will das. Vor Okay. Jahren für PS3 gab es irgend so ein Kartenspiel. Da hat man so eine Matte, man hat die Kamera drauf gerichtet und da kamen diese Monster raus im Fernsehen. Ja. Sowas wäre schon seit Jahren also mit Yu-Gi-Oh! Möglich. Und der Markt ist da, die Fans sind da, können sowas machen. Ja. Ich würde es auch feiern. Also da richte ich mich gar nicht an das Kartenspiel selber an sich, sondern eher an die Gamer halt da draußen. Das Krasse ist aber, du kriegst halt beide Parteien halt damit. Du hast die Leute, die Karten kaufen würden und die Leute, die Ja, das Spiel kaufen würden. natürlich. Wahrscheinlich müssten irgendwie alle Karten nochmal in einer neuen Version rausgebracht werden, weil da wahrscheinlich irgend so ein Code drauf sein müsste, den die Kamera dann scannt. Oder die programmieren irgendwie die Kamera oder irgendeine Software, dass sie halt die Karten, wie sie sind, irgendwie erkennen. Also irgendwas wäre doch da bestimmt möglich. Also das Bestimmt. wäre so krass und das würde halt die alte Yu-Gi-Oh! Fanbase von meiner Generation, sag ich mal, von ganz, ganz früher, auch nochmal, glaube ich, dafür motivieren, Ja. nochmal das zu zocken. Aber wäre Weil die schon. alle denken so, oh, Kindheit. Ja. Ja, das wäre schon eine coole Idee. Was wollte ich noch fragen? Ah ja, du streamst ja jetzt schon seit, ich glaube, einem Monat oder zwei oder sogar schon 3 Monaten oder schon länger. Ab und zu auch Yu-Gi-Oh! Wie kam es dazu, dass ihr auf einmal angefangen habt, du und dein Kollege Yu-Gi-Oh! Zu streamen? Ab und zu hat man so eine Phase, wo man irgendwie die alten Zeiten vermisst, so auch bei Yu-Gi-Oh!
Und ich sag mal, durch die ganzen Streaming-Anbieter hat man jetzt eine breite Auswahl an allen möglichen Sachen, die man gucken kann. Und ab und zu denkt man so, ach, guckst mal den Anime, guckst mal den Anime. Aha. Und durch viele Freunde und Bekannte, unter anderem auch dich oder andere Cosplay-Freunde, die sich dann mal da so eine Yu-Gi-Oh! Funko-Figur geholt haben oder da irgendwie eine neue Karte gepostet haben, habe ich mich so daran erinnert an alte Zeit und dachte, ach, wie geil ist Yu-Gi-Oh! Wieder. Und habe mir auch angefangen, so eine Funko-Sammlung von Yu-Gi-Oh! Aufzubauen. Und habe dann irgendwann gesagt, ach, guckst du mal den Anime wieder. Und dann habe ich gesehen, dieses Speed-Duel-Booster kam und abgesehen von den ganzen Exis und Synchro-Kackdinger, habe ich dann gesehen, oh, es gibt ein neues Kaiba-Booster, neues Yugi-Booster, neues Joy-Booster, alle diese ganzen Speed-Duel-Sachen, du kennst das. Und da dachte ich, okay, Ja. holst mal da was von. Auch diese Marek-Booster, die ich geholt habe zum Beispiel. Und alles so bekannte Charaktere. Und dadurch, dass es die Charaktere von damals sind, habe ich Booster gekauft und dann den Anime geguckt und dachte, okay, jetzt spielst du das Spiel auch mal wieder. Und dadurch, dass man jetzt eh durch Corona immer noch nicht sich so ordentlich treffen kann halt und Karten spielen könnte, ist halt digital der beste Weg dafür. Und dann Ja. habe ich gesagt, okay, Kollege 1, Kollege 2, komm, wir zocken jetzt mal hier im Stream ein bisschen Yu-Gi-Oh! Der hat das Spiel, ich habe das Spiel, warum denn nicht? Ja, und da es auch bei vielen Fans sehr gut ankommt, auch in der Community bei Twitch, die gerne zugucken, auch gerne mit interagieren, weil jeder von den von damals kennt auch die Karten von damals. Ja. Und die wollen halt auch sehen, wie die Leute, die das damals gefeiert haben, auch heute wieder feiern. Und es ist bei Twitch einfach so eine alte, zusammenhaltende Community von Yu-Gi-Oh!, wo jeder feiert, dass es das wieder gibt, auch dass es öfter gestreamt wird. Ja. Und das macht einfach Spaß. Ja. Ja, also so viele Yu-Gi-Oh!-Streamer sieht man gar nicht auf Twitch. Nee, tatsächlich nicht. Aber die, die da sind, da geht's voll ab. Also Ja, ich hatte klar, es ist heute. immer halb, weil es ist ein neues andere Game gerade polarisiert. Aber egal. Ja, ich find's gut, ich find's besser, oder ich find's gut, wenn auch öfter so Live-Duelle kommen, also dass man irgendwie so Remote-Duell gibt's ja schon über Konami, wenn man sowas auch öfter live spielen will, dann kann man auch seine Karten wieder in die Hand nehmen und selber so sich duellieren. Aber das sind wir ja auch dran, du und ich, dass wir Ja, das mal machen. wir gehen mit der Zukunft. Ja, Mann, Alter, ich habe so Bock drauf. Ich will meine Karten spielen. Die ganze Zeit Ich überlege auch. ich mir Decks und weiß was ich, aber ich kann sie ja nicht testen richtig. Ich könnte in Edo Pro gehen, aber da spielt ja jeder zweite Depp ein Meta-Deck und da macht es keinen Spaß, weil du überhaupt zu nichts kommst. Ja, man sollte schon ähnlich auf dem gleichen Rang sein, so sag ich mal. Ja. Okay. Jetzt haben wir schon fast alle meine Fragen beantwortet. Wenn mir gerade, das steckt ja schon in deinem wie heißt Gamername oder dein wie nennt man das? Ist egal. Auf jeden Fall, du, Nickname. ja, du heißt das Striker Cosplay und da ist ein Wort ganz groß, nämlich Cosplay. Du cosplayst unter anderem Doctor Strange, Spider-Man ganz viel. Zum Cosplay werden wir nochmal einen extra Podcast machen. Da habe ich auch Nero Sprite in Aussicht, dass wir da mal einen Cosplay-Podcast machen. Da werde ich dann eher Cosplay-Fragen stellen und jetzt aber eher Richtung Yu-Gi-Oh! Hast du dir schon mal überlegt, ein Yu-Gi-Oh!-Cosplay zu machen? Habe sowas schon ein Yu-Gi-Oh!-Cosplay getragen. Und zwar, Was? man wird es mir vielleicht nicht ansehen in meinem Alter mit 31, aber ich habe vor, boah, 2, 3, 4 Jahren ungefähr Jaden Yuki aus GX gecosplayt. Echt jetzt? Ja. Ja, Hammer. Da kann Okay. ich dir auch gerne mal Bilder zukommen lassen. Es gibt wenige, weil ich sehe einfach für ihn zu alt aus, aber ich fand den damals am einfachsten zu cosplayen, sage ich mal ganz Ja. ehrlich, weil der noch eine humane Frisur hat und Ach so, ja. normale Klamotten, sage ich mal so. Deswegen wollte ich damals einfach den als Cosplay haben. Und den habe ich ein paar Mal getragen, aber dann auch verkauft. Okay. Weißt du, wen ich mir für dich richtig gut vorstellen könnte? Lass mich raten, Kaiba. Nein. Oh, dann hau raus. Bandit Keith. Ach du Scheiße, aber du hast recht, ja. Der würde perfekt, das wäre voll einfach. Der hat auch keine abgedroschene Frisur, sondern so ein Bandana und halt ein bisschen la lange Haare und so, blond. Gesichtszüge passen auch eher. Und du kannst dein Drei-Tage-Bart tragen. Das passt schon. Also, Das stimmt. du wärst für mich Bandit Keith. Aber der ist so ein scheiß Charakter. Ja, ob er ein geiler Charakter ist oder nicht, steht ja außer Frage. Aber er würde dir gut stehen. Ich kenne halt die neueren Sachen nicht, deswegen, aber ich finde, die neueren Sachen, da sind die alle so kindlich,
Meistens. Ja, das Da, stimmt. ich meine, Yu-Gi-Oh! Kam zu der Zeit raus, wo du so ins Teenager-Alter gekommen bist, deswegen konntest du dich halt richtig mit denen identifizieren. Und Das stimmt. nach und ab 5Ds, dann sind die ja jünger geworden und sahen immer aus wie kleine Kinder. Und jetzt bei diesen Reigns sind sie wieder älter geworden, aber jetzt die neueste Staffel, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, mit diesem Rush-Duel, da sehen die auch wieder aus wie kleine Kinder. Und das Ja. fand ich jetzt, finde ich, das spricht mir auch nicht an, deswegen gucke ich mir das auch nicht mehr an, weil einfach, ich bin, das klingt jetzt blöd, aber ich bin zu alt für dieses Kinder-Ding irgendwie. Bei Digimon geht's, aber bei Yu-Gi-Oh! Ist es irgendwie so, Ja, ich verstehe. Also. Ja, genau. Cool. Hey, ich bin eigentlich durch mit meinen ganzen Fragen. Ja, okay. Hast du irgendwas, über das du noch reden willst, was Yu-Gi-Oh! So Yu-Gi-Oh!-Thema ist oder so, was dich beschäftigt? Hast du Fragen an mich? Nö, Aber tatsächlich nicht. Ich schauen wir. glaube, wir haben alles abgedeckt von vorne bis Sehr gut, hinten sehr und gut, sehr hoffen wir gut. einfach mal, dass die Gaming-Industrie uns erhört und die ganzen Fans auch, dass da irgendwie mal dieses oder nächstes Jahr was kommt auf PlayZ, auf Switch oder VR-mäßig. Konami, ihr habt's gehört. Wenn einer von euch meinen Podcast hört, ich bin zwar extrem klein, aber wenn es einen Mitarbeiter gibt, bringt das mal in einem Meeting an. Wir sind so heiß drauf. Definitiv. Hologramme, Hologramme, überleg mal. Oder eine Dual Disc oder sowas. Alter Falter. Ah, ich meine, die haben ja eine Dual Disc rausgebracht, aber halt nicht für jedermann. Die war ja nicht affordable. Die sollten mal wieder so eine alte rausbringen, aber wo man auch Karten in Hüllen reinlegen kann. Also, weil bei den Alten ging es ja nicht ohne Hülle. Und dann machst du dir ja deine Karten kaputt. Also, genau. Okay, wer sich für Striker Cosplay interessiert, für den André. André, wo kann man dich denn erreichen? Wo kann man dich denn anschauen oder in Kontakt treten? Im Prinzip bin ich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen vertreten: Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Ja, wie wir am Anfang sagten, ich streame auch fast täglich, immer so Richtung 19, 20 Uhr. Und Instagram gibt es halt lustige Stories aktuell. Ihr könnt auch sehr viele Cosplay-Sachen nachgucken. Aktuell wird halt durch Corona nichts Aktuelles gepostet, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Beiträge. Und auf TikTok bin ich auch ebenfalls aktiv und da poste ich fast täglich irgendwas Lustiges, wenn mir was Lustiges einfällt. Okay, und man findet dich immer, man muss einfach nur Striker Cosplay eingeben. Genau, meistens alles zusammengeschrieben. Ich werde sowieso so gut wie alles verlinken. Genau, einfach unterhalb des Videos gucken dann. Genau, unterhalb vom Video, da könnt ihr dann alles nachschauen. Oder wer sich über Spotify das anhört oder irgendeine andere App oder Plattform ist das Wort. Der kann einfach in der Beschreibung gucken. Ich werde da die gleiche Beschreibung reinmachen wie in YouTube und dann könnt ihr euch da den Striker, den André anschauen, was er so Oder den treibt. Yugi-Socke und weitere Sachen, wie er macht. Genau, oder hier bei mir weiterschauen. Auch ich streame. Nicht regelmäßig, weil wegen Arbeit das mir nicht so ganz möglich ist, aber wenn es klappt, dann eigentlich immer Dienstag und Donnerstags. Uhrzeit variiert, weil ich ja Schichten arbeite, deswegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Genau, André, ich danke dir, dass du heute dabei warst, dass du mein Gast warst Sehr, sehr und gerne. freue mich schon auf unsere, in Anführungsstrichen, Live-Duelle. Oh ja, ich auch. Ich bin sehr gespannt. Schaut rein, Leute. Ja, schau rein. In diesem Sinne sage ich tschö mit Ö. Dankeschön fürs Und Zuhören. genau, danke fürs Reinhören. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.